Hey ho und willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Und ja, wir haben ja den gewissen Plan an dem gewissen Bäumchen uns das Dorfzentrum aufzubauen. Das werden wir auch definitiv tun. Und ich bin aber gefüllt mit neuen Informationen, die mir wichtig waren. Was zumindest hier das Sägewerk angeht. Und zwar, wenn ich da einen Holzfäller einstelle, dann läuft das alles statistisch ab. Das heißt, der zieht nicht los und hackt mir ja alles weg, sondern generiert Holz. Aus dem Nichts quasi. Das ist fantastisch. Das heißt, ich brauche mir keine Sorgen darüber zu machen, ob hier mir alles weggeholzt wird, sondern es ist alles sehr entspannt. Das finde ich fantastisch. Einfach nur fantastisch. Und selbiges gilt für so ziemlich alles. Muss ich mal so sagen. Das ist genauso fantastisch. Und ja, das bedeutet, da ich sehr viel Holz brauchen werde, werden wir, bevor wir hier loslegen, uns um den Baum drumherum zu arbeiten, brauchen wir Leute. Wir werden Leute besorgen. Dann können wir nämlich so einiges automatisieren. Punkt 1, wir holen uns einen Holzfäller, damit Holz generiert wird. Das brauche ich sowieso fürs Bauen. Und der generiert dann, kann dann auch, wo ist denn hier das Brett? Da. Der kann dann auch, das steht jetzt hier gar nicht, oder? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Doch, hier. Brennholz macht er auch, was die Leute halt brauchen. Und das Einzige, was ich ihm dafür zur Verfügung stellen muss, ist dann eine Axt. Beziehungsweise mehrere, die verbrauchen sich natürlich. So, dann haben wir den Jäger. Wir werden uns einen Jäger holen, um unser Nahrungsproblem ein wenig abzuschwächen, zu minimieren, wie auch immer. Dazu möchte ich dann auch noch das Nahrungslager natürlich fertigstellen, damit das alles da reingeht, weil priorisiert wird der Ausgang auf Nahrungs- und Materiallager, wenn vorhanden. Und da ist dann halt genug Platz, weil in den Kisten, in den Häusern ist halt nur die 50 Kilo. Das ist jetzt nicht so viel. Da können wir auf jeden Fall dann Nahrung besorgen. Jetzt muss ich gucken. Hier, Fleisch, Trockenfleisch, Lederpelz und Dings. Messer. Okay, das ist gut. Es reicht, wenn ich dem Messer gebe. Der zieht also los. Und zerhackstückelt einfach die Tiere mit dem Messer. Das ist gut. Da hatte ich jetzt kurz Angst, ob der vielleicht einen Bogen braucht. Das wäre schlecht gewesen. Also Speere hätte ich ihm noch geben können, aber da hört es auch schon auf. Aber er braucht nur Messer. Das ist die beste Variation. Dann ist nämlich, wenn ich das beides habe, ist das Einzige, was ich quasi noch wirklich selber holen, ranschaffen muss, Steine. Die kann ich aber hier entspannt vor mich hinsammeln. Das ist in Ordnung. Da habe ich kein Problem mit. Und was ich so als Nebentipp mit aufgeschnappt habe, ist unsere zukünftige Angetraute. Sie einfach auch anzustellen. Und hier ins Dorf zu packen. Dann ist die Frau immer verfügbar. Dann brauche ich nicht jedes Mal ins Dorf rennen, dann kann ich die von hier aus jeden Tag bezirzen und belästigen. Ohne, ja, irgendwelche Problemchen zu kriegen. Da spare ich mir einiges an Weg. Damit kriegen wir dann schon eine einigermaßen schöne Automatisierung hin, was ich sehr angenehm finde. Denn langsam wird es, gerade was das Holz angeht, schon dezent anstrengend. Was die Laufwege angeht. Da lasse ich das doch lieber
die Leute machen. Ja, so wird's laufen. So wird's laufen. So. Also. Das heißt, wir brauchen aber auch Häuser. Häuser haben das Problem, ein Haus, ein Mann, eine Frau und Kind. Ist auch so ein kleines Problem. Ich sammle hier mal nebenbei ein bisschen Pilze beim Quatschen. Ist ja nicht verkehrt, kann man verkaufen. Das Problem ist natürlich, stecke ich einen Mann und eine Frau in ein Haus, dann, naja, passieren die üblichen Dinge, die so passieren, wenn man Mann und Frau zusammen auf einen Haufen steckt. Irgendwann stecken die sich auch ineinander und dann passieren Kinder. Der Haken an der Sache ist, Frau ist dann eine ganze Weile lang, bis das Kind großgezogen ist, zumindest bis zum gewissen Alter, nicht verfügbar. Die ist dann einfach nur da und frisst, aber tut nichts. Das finde ich mies. Daher muss erstmal jeder, den ich hier ins Dorf hole, ein eigenes Haus haben. So, wir haben noch genau 3 Gebäude können wir bauen. Das Problem an der Sache ist, ich brauche auch noch eine Scheune, die ich bauen kann seit kurzem. Das heißt, ich kann nur 2 Häuser bauen, weitere. Ich weiß nicht. Wenn ich mein Haus vergebe an einen von denen, kann ich dann da trotzdem schlafen und dann einfach sagen, ja, egal und so? Geht das? Jawohl, dann habe ich kein Haus mehr, wo ich sagen kann, ja, dann habe ich kein Haus mehr, wo ich sagen kann, Truhe und da kommen Sachen rein, die nicht anfassen sollen. Schwierig. Sehr schwierig sogar. Das ist natürlich blöd. Die Bronzeschaufel nehmen wir schon mal mit. Ne, die nehme ich noch gar nicht mit. Hier, das weg, du weg. Pilz weg. Federndes Material, Fliegenpilz, der Pilz. Johanniskraut. Noch mehr Pilz, steines Material, Steinpilz, stockes Material. Okay. Ja. So sieht es auf jeden Fall aus. Das heißt, Priorität liegt jetzt erstmal darin. Ich werde jetzt hier irgendwo wahrscheinlich noch die Scheune hinzimmern. Und dann Häuser bauen. Die Scheune werde ich erstmal nur, damit ich sicher bin, dass ich die gebaut haben kann, hintun. Denn soweit wie ich gesehen habe, die Scheune werde ich halt brauchen, um selber Dünger zu machen. Für die Felder. Und das werde ich brauchen. Und das ist relativ teuer. Das ist selber herstellen mir eigentlich ganz lieb. Und da kann ich nämlich auch zur Dung oder was anderes, irgendwie vergammeltes Zeug, kann ich auch Dinge herstellen. Und zwar Behältnisse. Weidenkorb. Kann ich in diesen Weidenkorb Sachen reintun? Das ist ja Behältnis. Das ist wie eine Truhe. Das würde ich gerne in Erfahrung bringen, dann brauche ich vielleicht mein Haus doch nicht. Ich brauche mal 10 Stöcker. Die würde ich jetzt einfach mal frech sammeln. So, hier, komm.
Greif zu. Ja, kannst auch die Pilze mitnehmen. Ich mache jetzt mal hier so den Bodengucker, bis ich Stöcker habe. Genug. Nehme natürlich alles mit, was hier so rumliegt. So. Okay. Achso, ich habe schon 10 Stöcker. Okay. Wenn ich Behälter ein Weidenkorb baue. So. Diesen Weidenkorb würde ich ganz dreist. Den kann ich nicht da reinstellen. Okay. Ins Gebäude auch nicht. Den kann ich halt einfach nur auf den Boden stellen. Okay. Das ist aber in Ordnung. Da würde ich den einfach mal hier platzieren. Kann ich da was reintun? Kann ich. 15 Kilo. Das ist gut. Dann kann ich vielleicht doch mein Haus verballern. Für einen von denen. Dann passt das. Dann habe ich 3 Häuser und kann trotzdem die Scheune noch bauen. Okay. Gebäude. Jagd. Landwirtschaft? Ja. Scheune. Oh, die hat ein bisschen... Die hat Volumen. Die muss ich hier irgendwo... Geht das? Mache ich da irgendwas Brauchbares kaputt? Das hier sind die Bärenbüsche, ne? Die brauche ich vielleicht noch. Okay, das ist hier ein Ort. Ja, okay. Wäre mir aber fürs Erste, würde ich sagen, ist okay. Platziere ich hier. So. Ja, die 2 Steine kannst du schon mal haben. Und dann... Gebäude, Haus. Kleines Haus. So. Dann würde ich nämlich frech... Ich zimmer das halt erstmal irgendwo hin, ne? Das hat jetzt keinen Sinn und Verstand. Das ist nur... damit ich's habe. So. Und dann... Nein. Ja. Ja. Komm, du passt hier irgendwo hin. Zack. Gut. Gut, gut, gut. Das wären dann die anderen beiden Häuser. Okay. Also, Nahrungslager muss ich fertig bekommen. Die Scheune ist sekundär. Die Häuser muss ich dringendst fertig bekommen. Ja, Stein. Ja. Genau das ist es. Genau das ist es. Okay, dann kann ich eigentlich schon mal anfangen, hier rein zu stapeln. Breitwegerich, Pilz. Ja gut, das gebratene Fleisch, das esse ich gleich weg. War sonst noch was? Hier, Riesenschirmling. Stein und so weiter, okay. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe es zutiefst. Und die Bären sind schon eine ganze Menge. Das. Wir nehmen mal die ganzen Pilze hier raus. Und die ganzen Kräuter und das Hafer und das Haferkorn, die Holzschale, Johanniskraut, den Kohl, Kohlsamen, Löwenzahn, Riesenschirmling, die Holzfiguren, Speisemorchel. Okay, Steinpilz, Tollkirsche, Wegwarte. Weinflaschen, das Steinmesser, eigentlich alles. Eigentlich alles.
So. Oh. Vielleicht hole ich auch die etwas später. Ich glaube, ich brauche ein paar Weidenkörbe. Dann wird das hier ein Pilz- und Pflanzenweidenkorb, würde ich sagen. So, das ist Fleisch. Das, 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 das. Johanniskraut, Kohl, das passt noch. Löwenzahn, Schirmlinge, Morchel, Steinpilz, Tollkirsche, Wegwarte, Weinflaschen ist wieder was anderes. Das sind jetzt schon 13 Kilo. Ich glaube, das muss ich auch nochmal aufteilen. Ich denke mal, ich nehme dann sowas wie Hafer und Kohl, so die Anbaudinger, nehme ich weg und nehme halt wirklich nur Naturprodukte. Das ist, glaube ich, gar nicht so doof. Haferkorn, Kohl und Kohlsamen. Und der Rest sind wirklich nur Sachen. Sammelsachen. Okay, brauche ich natürlich noch mehr Stöcker. Ich nehme mal so. Oh, ich muss dringend was trinken. Ich nehme erstmal schnell Stöcker mit. Stock. Da würde ich mal 30 mitnehmen. Für 3 Körbe. So. Okay, dann trinken wir mal ganz schnell einen Schluck. Sehr schön. So. Zack. Nee. Was war's denn jetzt? Ach, hier. So, so. Hier ein. Da noch ein. Und den bauen wir dann halt hier drüben hin. Da noch ein. Gut. So, dann kann in den zweiten Korb der Hafer, das Haferkorn, Kohl und Kohlsamen. Und dabei würde ich es belassen. Ah, und eigentlich den Dünger. Ja. Ist ja auch fürs Feld. Gut. In den dritten würde ich packen das restliche Fleisch. Das war es eigentlich auch schon. Ja. Und hier ist die Rumpelkiste. Da kommt die Schaufel rein, da kommt die Holzschale rein, da kommen hier die Dinger rein, dann Steinmesser. Ja, das Bessere tue ich erstmal da rein und die Weinflaschen. Gut. Dann gönne ich mir noch das letzte Stückchen Fleisch. Gut. Und damit ist das Haus verfügbar. Das ist in Ordnung. Okay. Die anderen Häuser muss ich bauen. Ich könnte eigentlich schon mal losziehen und mir einen Holzfäller besorgen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so dumm. Da kann der schon mal Holz fällen und suchen. Und unterstützt mich direkt im Aufbau ein bisschen. Und der kann direkt in dieses Haus einziehen. Und dann kann ich auch gucken, ob ich da trotzdem schlafen kann.
Den lasse ich dann noch umziehen, weil ich denke, dass ich meine Frau in dieses Haus stecke. Also meine zukünftige. Weil das ja eigentlich primär mein Haus ist. Ich hoffe, das funktioniert soweit so. Mit dem Nächtigen und sowas. Ja, ja, du bist erschöpft, das weiß ich. Das ist aber okay. Da habe ich kein Problem mit. So, und Gebäudelimit steigern wir tatsächlich über hier die Hauptquest. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, aber wenn wir das da abgeschlossen haben, was ich mir eigentlich leisten kann finanziell, bekommen wir schon wieder die nächsten Gebäude freigeschalten. Das ist gar nicht so schlecht. Hallo, du wirst bald in mein Dorf einziehen. Du bist nicht verfügbar. Ich bräuchte eigentlich ein 3 auf das erste. Weil soweit ich das weiß, ist das erste Gewinnung. Das zweite ist Jagen. Das dritte ist, glaube ich, auf dem Feld. Das vierte, da bin ich mir gar nicht so sicher. Kriege ich das hier größer angezeigt? Nee. Das vierte bin ich mir nicht so sicher. Dann kommt, glaube ich, Fischen oder sowas. Und das letzte müsste dann Werktätigkeit und sowas sein. Ich guck mal da drüben. Das ist ja gleich nebenan. Vielleicht habe ich Glück. Es wäre schon cool, direkt jemanden mit Gewinnung 3 zu haben. Was Höheres habe ich eh noch nicht gesehen. Ich gehe mal von aus, das finde ich nicht. Aber die sollen auch dazu lernen. Also ist das... Ist das, denke ich, okay. So, durch dieses tolle Wasser. So schön animiert, wie es ist. Ja, 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 ja. Entspann dich. So, wie sieht's hier aus? Du hast eine Quest. Ah, hole Unigos Sense von Aida zurück. Das kann ich ja direkt mitnehmen. Hi. Hallo, kennen wir uns? Hallo Ida. Ich bin wegen Unigos Sense hier. Du kannst dich gleich wieder vom Acker machen, Kleiner. Ich habe es anständig und ehrlich gewonnen. Gewonnen? Ha! Die kleine alte Schlange. Hat ja wohl vorenthalten. Das war ja klar. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Der hat mir nur gesagt, dass ich seine Sense zurückholen soll. Sie ist jetzt meine Sense. Ja, schon gut. Entspann dich. Was muss ich tun, um deine Sense zu bekommen? Du kannst sie mir natürlich abkaufen. Oder wir können darum spielen. Okay. Wie viel willst du dafür? Für was für ein Spiel? Dasselbe Spiel, bei dem Unigos sein ganzes Geld und seine Sense verloren hat. Ein Rätselspiel. Wie wird es gespielt? Es ist ganz einfach. Ich stelle dir 3 Rätsel. Und du musst sie alle richtig beantworten. Ein einziger Fehler und das Spiel ist vorbei. Du gewinnst. Du bekommst die Sense. Okay. Und wenn ich verliere? Ich will bei deinem ersten Versuch mal sanft mit dir umspringen. Wenn du verlierst, schuldest mir nichts. Du verlierst aber die Möglichkeit, die Sense umsonst von mir zu bekommen. Ja, okay, ich darf dann halt nicht nochmal rätseln, ne? Das klingt fair, immer her mit den Rätseln. Gut, ich denke, ich verzichte auf das Spiel. Nee. Ja, Rätsel. Erstes Rätsel. Was verschwindet, sobald du seinen Namen sagst? Staub. Ein kleines Mädchen. Ein Baum. Wind. Stille. Ja, Stille.
Also sobald ich seinen Namen sage, ist nicht mehr still. Richtsch! Bist du bereit fürs nächste Rätsel? Hier ist es schon. Füttere mich und ich lebe. Aber gib mir zu trinken und ich sterbe. Was bin ich? Jo, Feuer. Wenn ich Wasser reinkippe, ist Schluss. Wenn ich Holz reinlege, ist gut. Du bist gut. Schon viel besser als der große Herr Kastellan. Aber kannst du auch dieses letzte Rätsel lösen? Ja, genau so. Ich kann fliegen, aber habe keine Flügel. Ich kann weinen, aber habe keine Augen. Wohin ich auch gehe, es folgt mir Dunkelheit. Was bin ich? Das ist schwierig. Okay, ich kann fliegen, aber habe keine Flügel. Ich kann weinen, aber habe keine Augen. Wohin ich auch gehe, es folgt mir Dunkelheit. Was bin ich? Wolke klingt tatsächlich sehr sinnvoll. Aber das mit dem, wohin ich gehe, es folgt mir Dunkelheit, ist schwierig. Eine Zwiebel nicht. Ein Wald auch nicht. Einbildungskraft. Schwierigkeiten. Eine Krähe. Nee, Wolke macht für mich am meisten Sinn, aber eine Wolke folgt doch keine Dunkelheit. Naja gut, eine Wolke verdunkelt natürlich, ja. Das macht schon Sinn. Eine Wolke. Verdammt, du bist schleu. Glückwunsch. Du gewinnst die bescheidene Sense eines alten Mannes. Was will man mehr? Ja, vielen Dank für das Spiel. Ich hatte Spaß dabei. Mach's gut. Hatte ich tatsächlich. Fand ich ganz nett. Und ich dachte schon, du hättest eine Herausforderung für mich parat. Na dann, viel Glück bei der Suche nach ein paar weiteren Dummköpfen. Leb wohl. Nee, ich hatte meinen Spaß dabei. War nice. Tada! Coole Sache. So, jetzt muss ich aber mal mein tatsächliches Anliegen. Ich sehe es nicht richtig. Okay, hat auch 2, 2, 3, 1, 2 und der hat nur 1 auf Gewinnung. Bernadetta. Hi. Du bist auch 20. Have a good day. Ja. Komm, die nehme ich. Die nehme ich mit. Die ist auch blond. Ich weiß nicht, warum blond gewinnt bei mir immer. How are you? Ich bin gerade dabei, eine neue Siedlung aufzubauen. Guten Tag, Fremder. Ich habe das Tal jetzt schon eine ganze Weile durchwandert. Achso, ist derselbe Text. Okay, ich bin gerade dabei, eine neue Siedlung aufzubauen und ich suche gute Leute. Bist du bereit, dich mir anzuschließen? Klingt wie das, was ich gesucht habe. Mit Vergnügen. Ja, großartig. Wir sehen uns dort. Jawohl. Na gut, wir sind aber auch direkt am Folgenende angelangt. Sie bewegt sich jetzt ins Dorf. Ah ja, links oben, die Symbole zeigen mir an, was sie so braucht. Und was quasi benötigt wird. Ja, das klären wir in der nächsten Folge. Damit sage ich mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao, ciao. Station.